Herzlich willkommen zu Fishing Planet mit Danson. Ja, diesmal geht's in Colorado weiter. Und zwar mit der einzigartigen Halsabschneiderforelle. Ja, es ist einfach so gewesen. Also, ich habe sie versucht zu fangen. Mal wieder zu fangen. Und ich habe richtig Probleme dabei gehabt. Es wollte irgendwie nichts klappen. Ich war hier knapp 13, 14 Tage unterwegs und kein einziger Biss, nichts. Da habe ich mir gedacht, probierst du mal andere Köder aus. Also ich meine, es ist ab Level 17 und es ist eine große Erleichterung, diesen Fisch hier zu fangen. Und zwar mit dem Köder Shiner. Haken 1-0er und die Zeiten sind dieselben wie mit dem Spinning. Ist es auch am selben Ort, aber es gibt, also ich meine, ich habe jetzt dreimal probiert, es hat dreimal hintereinander funktioniert, also drei Tage hintereinander habe ich sie gefangen. Also einfacher kann man es echt nicht haben, aber es ist halt leider nur ab Level 17, es ist so, es ist eigentlich nur für Sammler. Die das Ding noch nicht gefangen haben, können es jetzt mit dem Shiner nachholen. Es funktioniert wunderbar, zumindest hat es bei mir wunderbar funktioniert. Und zwar von 17 bis 19 Uhr. Zack, Punkt. Und ja, wir können uns das gerne hier anschauen. Ich habe in der Zeit 1, 2, 3, 4. 4 Trophys gezogen und 3 normale, also in einer Stunde knapp. Und die Unique, also ich meine, es geht nicht leichter, sie zu fangen. Es ist jetzt nicht zum Goldfarmen gedacht, es geht nur darum, dass man sie ganz schnell fangen kann. Und es geht einigermaßen schnell, also es hat jetzt knapp, ich will jetzt nicht sagen, schnell, also 15 Minuten hat es gedauert, dann habe ich sie gehabt. Ich hoffe, es klappt bei euch genauso und ja, schauen wir uns das Equip nochmal von mir an. Spielt eigentlich hier gar keine Rolle, es ist das Wichtige. Der Haken, 1-0er, Shiner, der Köder, die Tiefe ist sehr wichtig. 1,95 meine ich, bis 1 Meter. Weiter sollte man nicht gehen, auf jeden Fall nicht. Meter, nicht mehr. Reicht völlig. Ja. Dann solltet ihr natürlich so eine Ausrüstung haben, mit der ihr da hinten in die Ecke kommt. Es ist nicht schwer. Man kriegt so eine Ausrüstung auch schon mit Level 6. Also es ist recht simpel. Ja. Ihr seht schon, 1 Meter ist ein bisschen sogar schon zu viel, aber es ist noch okay. Ich habe gerade reingeworfen, schon ist da irgendwas am Knabbern. Also Shiner eignet sich hier echt wunderbar für diesen Fisch. Also man kann hier echt nicht meckern. Den einzigartigen, vor allem man hat den kleinen Beifang nicht mehr. Ja gut, jetzt hat er nicht genommen. Also 95 würde ich auf jeden Fall nehmen. 1 Meter, ihr seht schon, ist ein bisschen sogar zu tief. 95 war optimal für die Stelle hinten. Und normalerweise braucht man auf die Bisse gar nicht lange warten. Normalerweise. Das ist natürlich jetzt wieder Vorführeffekt. Ah, ja, wir, also ich warte mal auf den Biss. Und da knabbert schon wieder was. Also ihr seht schon, es geht recht fix. Ich weiß auch gar nicht, ob man die zweimal fangen kann am Tag. So, und ja, da habe ich den nächsten Fisch am Haken. Es ist kein Unique. Auf jeden Fall nicht. Obwohl. Bin auf Bremse 3. Nee, es ist kein Unique. Aber es ist wahrscheinlich eine Trophy. Jo, es ist eine Trophy. Also, es funktioniert wunderbar mit dem Shiner. Ich kann es nur empfehlen. Wer sie mit Level 17 noch nicht hat und gerne fangen möchte, so geht's. Alles klar, ich sage danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.